und Zuschauer. Heute geht es mal um die Klimaidioten bzw. Klimaaktivisten von letzte Generation, die sich eben auf Fahrbahn, Autobahn und so weiter und so fort festkleben und somit in den laufenden Verkehr eben einwirken und den Verkehr auch zum Erliegen bringen. Und es gab da in dem Zusammenhang auch schon viele, viele schwere Vorfälle, wie zum Beispiel zuletzt die Berliner Zeitung berichtet hat, ist ein Krankenwagen nicht durchgekommen. Also der hatte massive Verspätung gehabt, der befand sich im Notfalleinsatz, hatte einen Schlaganfallpatienten an Bord und konnte wegen dieser Klimaidioten nicht so schnell in die Klinik fahren, wie es sonst möglich gewesen wäre. Und da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Und ich finde, dass auch Presse, Medien und die Polizei viel zu lasch gegen diese Leute vorgeht. Es handelt sich auf eine Art und Weise natürlich auch um Opfer. Die Leute wurden ja seit Jahren durch linksgrüne Ideologie und linksgrüne Propaganda über ARD, ZDF und irgendwelchen linksgrünen versifften Lehrern, die in den Schulen arbeiten und so, eben so indoktriniert, dass sie ihr Gehirn ausschalten und wirklich jeden Quatsch mitmachen. Es geht da nicht um Umweltschutz, es geht da wirklich nur um Ideologie, um Machtausübung. Das ist das Einzige, was diese Leute wollen und merken gar nicht, dass sie eben damit eben viele, viele Leben eben auch gefährden, die so mit diesem ganzen Quatsch eben nichts zu tun haben wollen und nicht zu tun haben, die eben hier unser Leben auch am Laufen halten, wie zum Beispiel Kurierleute oder auch Leute, die eben zur Arbeit fahren müssen und so weiter, oder dieser Krankenwagen, Rettungsdienste und so weiter und so fort, die eben massiv behindert werden. Das ist ein Auswuchs der Zeit, der Propaganda, die seit Jahren eben in den Medien gelaufen ist, auf allen Kanälen rauf und runter, in allen politischen Talksendungen rauf und runter gelaufen ist und so. Und eben Leute, die eben ein bisschen, sagen wir mal so, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, die lassen sich dann eben zu sowas eben mitreißen. Ich kann da nur meine Verachtung kundtun und kann nur hoffen, dass die Behörden, die Gerichte, die Polizei und natürlich auch die Medien endlich anfangen, diese Leute nicht mehr mit Samthandschuhen anzufassen, sondern eben auch rigoros und massiv gegen diese Leute vorgehen, denn es sind Menschenlebengefährder, wie ich schon sagte, dass eben Rettungswagen sogar blockiert worden sind. Und das ist so meine Hoffnung, die ich habe. Hoffentlich ändert sich da was, aber da bin ich auch ganz, ganz optimistisch, dass sich da in der Beziehung was ändert. Denn die Probleme, die wir zurzeit haben, sei es Energie, massive Wohlstandsverluste und so, das lässt viele Leute natürlich auch aufwachen. Und viele Leute merken dann, dass sie dann auf so eine Idioten dann eben keinen Bock mehr haben. Und werden sicherlich hier sich von solchen Ideologien auch nicht mehr beeinflussen lassen. Und das sind auch wieder so die positiven Sachen, die Krisen so an sich haben. Und das ist das, was ich euch mitteilen wollte auf meinem klitzekleinen Kanal. Und bis bald, euer Dirk. Tschüss.